heißt, prinzipiell sollte man es von hier aus schaffen, wenn man noch keinen Gegner in der Hand hat. Aha. Ah, Eisblume. Eisblume ist schön. Eisblume nehmen wir mit. Da ist eine Shell. Yep, yep. Meine. Danke. Ja. Hilft nicht. Oh, ein schwebender Eisblock. Okay. Hä? Ja, interessante Physik soweit. Ja, geh mal weg da. Eisblock kann man doch eigentlich auch mitnehmen. Ist noch ein bisschen kalt an der Hand. Hilft aber für den Zweifel, wenn man irgendwas zum Werfen braucht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder irgendwas in Hand haben hier, denn es kann eigentlich nicht lange dauern, bis Lakito zurückkommt, oder? Sehe ich das falsch hier? Ha! Ja, oh, sehr schön. Lakito ist weg, die Eisblume zwar auch, aber das, ja, hatte mal wieder mit diesem automatisch sich bewegenden Screen zu tun. Hallo, Toad. Du bewegst dich besser schnell, diese Plattformen sehen sturdy aus, keine Ahnung, kenne ich nicht. Oh! Ah! Das wollte er mir sagen. Gut, dann. Der Treffer war. Oh nee! Nicht das. Oh. Nicht das schon wieder. Ich dachte, das ist Lakito Warzone hier und nicht Birdie. Birdo Warzone. Das ist irgendwie relativ eklig mit diesen ganzen anderen Viechern noch dabei. Da haben wir doch mal einen Treffer im Angebot. Zum Glück fallen die Bazillen zumindest von den Röhren runter. Ja. Theoretisch wäre das ganz einfach gewesen, diesen Kampf zu besiegen, hätte man nicht die Blumen verloren durch automatisch scrollende Bildschirme. Tschüss, Pilz. Nee, ist okay. Wollte ich auch gar nicht mitnehmen. Macht die Sache viel zu einfach. Ich sehe allerdings jetzt gleich das Game Over kommen, sodass wir hier alles nochmal schön neu machen dürfen. Freude. Ja, jetzt müssen wir auch noch hier ohne Eisblume durch. Das müsste eigentlich schaffbar sein. Viel schlimmer wird Lakito. Und danach Birdo und... Eigentlich ist das ganze Level hier eine Katastrophe. Ach, tja. Machen wir einfach nochmal, weil es so schön war. Juhu. Super. Yay! Und wieder ganz vom Anfang. Wirk. Ja, schießt einen Feuerball. Ja, ach, ja, ach, komm, ist so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Level sind so designt, dass man bloß nicht irgendwie Zeit sparen kann, indem man etwas schnell macht, sondern dass man jedes Mal, wenn man das Level neu spielen muss, warten muss an verschiedenen Stellen. Die ganzen geheimen Ausgänge gefunden hätte. Hinter irgendeinem davon ist garantiert wieder so ein Power-Up Level. Und da war einmal Mario Match Level. Ach ja, hey, komm mal, ist ja nur noch ein Leben. Tschüss. Braucht man eigentlich gar nicht zu versuchen bei so einem Level hier. Die Zeit kann man da deutlich sinnvoller nutzen, indem man einfach direkt sterben geht. Ja, kennen wir schon. Nein, das ist... Ja. So. Hey. Thank you.
Pilz hier schnappen. Die Pilze sind auch immer so angelegt im Level, dass man immer eine sehr gute Chance hat, sie zu verpassen, wenn man nicht ganz genau aufpasst. Also ich meine einfach vom Fangtechnischen her. So, das hier ist Lakito Nummer 1 mit sich bewegendem Bildschirm. Ist eine Katastrophe, dass man den Bildschirm so sich sprunghaft bewegen lässt. Würdest du bitte runterkommen, Plattform? Hallo, ich brauche einen Aufzug. Aufzug! Yay! Danke, Aufzug. So. Wir können jetzt natürlich versuchen, die Blumen zu behalten. Das wäre schon sehr hilfreich, aber wie wir gelernt haben, kann man da nicht unbedingt viel beeinflussen, ob man das bis zum Ende des Levels behalten darf oder eher nicht so. Nein! Verdammt, ah, die kann man abschießen, das ist gut zu wissen. Sehr gut, hier gibt es noch neue Munition zu mitnehmen. Ich hatte schon Panik, dass das Level jetzt schon wieder unschaffbar ist. Nein, leider verpasst. Sehr gut. Hä? Kann man die hier auch abschießen? Ja, kann man. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein. Und nein. Den hier können wir mitnehmen. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil es ein bisschen was dauert, was wir Munition brauchen unbedingt. Aber sowas kann man tun. Und dann kann man auch doch direkt hier oben hoch. Warum? Also tue ich das nicht. So. Oh. Hat netterweise schon die Blume da unten rausgeholt. Finde ich sehr sympathisch. Die Röhre zerquetscht einen. Ja, die zerquetscht einen auch, wenn man da nicht aufpasst. So. Wie kriegen wir das hin, hier durchzukommen, ohne getroffen zu werden? Ja. Das funktioniert. Dann machen wir nochmal einen schwebenden Eisblock. Also die finde ich cool, das muss ich auch mal dazu sagen. Tschüss. So. Ja. Wo ist der Eisblock hin? Habe ich nicht verstanden. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Problem? Also, Problem? Naja, müssen wir uns irgendwas überleben. So. Treffen wir den so? Nein, so treffen wir den nicht. Können wir den irgendwie so treffen? Aha! So. Sehr gut. Mein Kochzeitgedächtnis hat mich schon wieder verlassen. Was passiert als nächstes? Kam jetzt schon Birdo oder? Nein, noch ein Lakito. Ha. Gut, dass ich was zum Schießen dabei habe. So, jetzt hat dieser Kamerasprung auch das Power-Up nicht gekostet. So, versuchen wir mal. Das ist eigentlich optimal hier. Jetzt haben wir nämlich einen Eisblock zum draufstehen und können derzeit hier die anderen perfekt einfrieren. Ich möchte eigentlich auch den da gerne noch, obwohl ich das auch von dem Eisblock hier machen kann, bestimmt. Wunderbar. Wir brauchen nämlich nicht so schnell da durchzuspringen und haben ganz in Ruhe Zeit, alles einzufrieren. Wunderbar. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir Birdo nicht auch mit einer Eisblume kaputt kriegen. Okay. Also, in irgendeiner Form hilft uns das. Also bin ich mir jetzt relativ sicher. Das wiederum nicht. Ja. Nee, irgendwie nicht so richtig. So. Okay. Zumindest die Feuerblume hilft bei dem Töten der ganzen anderen Gegner. Aber zum Abschießen von Birdo selbst muss man näher an ihn ran. Das ist gut zu wissen. Nur besteht da natürlich dann die Gefahr, dass uns so spontan irgendwas auf den Kopf fällt von diesem anderen Gelumpe da oben. Also immer das schön abschießen.
Wobei das mit dem Schuss-Timing ein bisschen schlecht ist hier gerade. Irgendwie immer, wenn ich so ein Ei hab, kommt da oben was raus. Na, verdammt! Ja. Wow. Ekelhaft. Da. Das mit der Eisblume hat sich jetzt natürlich auch erledigt. Oder mit allgemein Schießen und so, weil es hier gerade noch einen Pilz gibt. Schade. Das heißt, wir kommen gleich wahrscheinlich wieder komplett ohne Power-Up bei Puerto an. Denn an der Stelle mit den fallenden Plattformen bin ich mir nicht sicher, wie man da durchkommt, ohne die Gegner einzufrieren, fliegenden Goombas. Nee. Keine großartige Idee bisher dazu. Würdest du bitte aufhören, mit unten Mist nach mir zu werfen? Danke. Die Plattformen, die fallen so schnell runter, dass man nicht wirklich Zeit hat, die Sprünge zu timen. Ja, danke für den verlorenen Pilz, ist in Ordnung. Ja, wie hätte ich da jetzt rüberkommen sollen? Keine Ahnung, denn man kann nicht darauf warten, dass der Goomba tief genug ist. Man kann aber auch nicht einfach springen, weil man dann stirbt. Ja, jetzt ist der Pilz auch schon wieder weg und damit hat sich das eigentlich schon erledigt, wenn wir gar nicht mehr über diese Plattformen drüber kommen jetzt gleich. So. Okay, Problem. Ja. Alles klar, das funktioniert so noch. Jetzt sind wir wahrscheinlich eh schon tot, denn durch das Bewegen von dem... Ach, nee, wir kriegen einfach auch einen Kaffee schmissen, auch okay. Das macht keinen Spaß. Wieso ist der jetzt links, nach rechts rausgekommen? Ich bin doch extra gezielt von links dagegen gesprungen. Meine Fresse. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist es auch langsam, also. Ja, das reicht für die Aufnahme, ich habe keine Lust mehr. Vielen Dank fürs Zusehen, bis demnächst.